Hallo, hallo. Heute gibt es ein allgemeines Video zum Thema Allgemeines über LED-Videoleuchten. Und es ist folgendermaßen. Ich habe mir jetzt schon länger überlegt, ein Videolicht zuzulegen. Und naja, wenn schon, denn schon, dann soll es LED sein. Gibt verschiedenste Gründe dazu. Einer ist vor allem die Temperatur, die diese Dinge entwickeln. Und naja, die LED-Leuchten sind meistens eben lüfterlos und somit hat man auch kein Problem mit Umgebungsgeräuschen. Ich habe mir letzte Nacht etwas recherchiert und habe mir eben ein paar Sachen zusammengeschrieben, die dir vielleicht auch helfen könnten. Zum Thema Videoleuchten eben hauptsächlich, ich sage jetzt mal nicht für den professionellen Einsatz, sondern eher für YouTube-Videos und Co. oder kleinere Videoproduktionen einfach. Das erste, was ich immer wieder gefunden habe, war das Thema, ja, diese Leuchten blenden extrem und wenn man reinschaut, dann sieht man sonst nichts mehr. Klar, es ist Licht, es ist starkes Licht, man will natürlich auch filmen und naja, dann schau bitte nicht in das Licht oben rein, sondern in das Objektiv und meistens ist das ja nicht auf gleicher Höhe. Ne? Somit blendet es dann auch nicht. Man muss sich natürlich, wenn man vor der Kamera ist, etwas mehr konzentrieren und eben direkt in das Objektiv reinsehen. Die nächste Überlegung, was ich hatte, war Akku oder externe Stromversorgung. Tja, das ist so ein Punkt, wo ich noch immer nicht ganz klar komme. Am liebsten hätte ich beides. Findet man allerdings bei den günstigen Anbietern selten. Also meistens ist direkt ein Akkubetrieb der LED-Leuchten vorgesehen. Und da kann man dann über Adapter so Notlösungen machen, wo man dann eben auch an eine externe Stromversorgung, sprich an die Steckdose, das Videolicht anstecken kann. Ich persönlich hätte eben gerne eine Videoleuchte oder werde mir dann eine Videoleuchte zulegen, die eben beide Möglichkeiten hat. Der Vorteil ist einfach, man ist variabler und kann outdoor genauso kleinere Videoaufnahmen machen. Die Größe vom Videolicht. Naja, es ist im Endeffekt ein Videolicht, ist nichts anderes wie beim Blitzen jetzt da im Studio oder Outdoor. Je größer die Lichtquelle, umso weiter kann man auch vom Motiv weggehen, beziehungsweise umso weicher wird dann einfach der Schatten und umso angenehmer ist es dann anzusehen. Das heißt, eine kleinere Lichtquelle ist ein härterer Schatten, natürlich auch vom Abstand her, ich bitte jetzt nicht genau auf die Details eingehen. Der Vorteil von größeren Lichtquellen ist natürlich dann auch, dass man auch größere Objekte ausleuchten kann. Also ich habe jetzt da im Moment gerade eine Videoleuchte mit 64 LEDs. Das reicht gerade eben für ein Porträt. Mehr geht sich eben wirklich nicht aus, also nur fürs Gesicht. Bei größeren Objekten muss man dann wieder weiter weg, um es gleichmäßiger auszuleuchten und dann ist einfach die Intensität einfach zu gering. Naja, und je größer die Lichtquelle, umso teurer wird es dann natürlich auch. Nächstes ist die Anzahl der LEDs. Ja, je mehr LEDs in diesen Lichtquellen drinnen sind, umso teurer wird das Ganze dann auch. Und naja, Preisfrage, wie immer. Also überleg dir wirklich genau, was du ausleuchten willst und ja, wie groß dann deine Lichtquelle sein soll oder muss. Halten oder Stativ oder direkt auf dem Blitzschuh, das ist auch so eine Frage, die ich mir gestellt habe. Jetzt im Moment ist die Lichtquelle direkt auf der Kamera montiert. Das ist für Selfie-Videos ganz okay, ist aber auch nicht mehr. Wenn man wirklich schönere, aufwendigere Videoproduktionen macht oder machen will, ist eine Lichtquelle, sage ich mal, auf keinen Fall ausreichend. Es ist einfach ein sehr langweiliges Licht. Das Licht kommt nur von vorne und naja, mehr ist es dann auch nicht. Also man wird sicher zwei oder drei Lichtquellen brauchen. Und dann ist auch die Frage, jetzt im Moment ist die Lichtquelle direkt auf der Kamera. Es gibt auch Möglichkeiten, dass man hier zum Beispiel die Lichtquelle auf einem Griff montiert. Dann muss man es sonst irgendwie halten oder ein Assistent hält das Licht. Oder man montiert zum Beispiel die Lichtquelle, das LED-Licht, das Videolicht auf einem Stativ. Kann ein normales Dreibeinstativ sein, ein Studiostativ, Lampenstativ oder ein Galgenstativ, wie auch immer. Aber ich würde mal sagen, damit das etwas interessanter wird, das Licht, tippe ich schon auf 2 bis 3 Lichtquellen. Helligkeit, naja, so hell wie möglich.
Hell ist immer gut, aber hier kommen wir natürlich wieder einerseits zur Preisfrage und in anderem Fall natürlich zum Blenden jetzt, wenn man direkt in die Kamera spricht. Das heißt, auf ein, zwei Meter Entfernung ist es wahrscheinlich nicht sinnvoll, wenn man riesen Lichtquellen mit riesen Lichtformen hat, wo man fast einen Sonnenbrand bekommt davon. Helligkeit sollte natürlich mit der Aufnahmesituation und das, was man filmt, natürlich übereinstimmen. Also ich filme jetzt eben mit 64 LEDs und habe zusätzlich noch die Raumbeleuchtung. Das ist eine Tageslichtlampe in einem kleinen Raum. Es funktioniert recht gut, geht ohne zusätzliches Licht auch. Weniger sollte es nicht mehr sein. Mehr ist natürlich immer gut, weil man dann einfach die Leistung nach oben schrauben kann. Beziehungsweise auch mit niedrigeren ISO-Werten fahren kann oder mit geschlossener Blende. Also überleg dir auch, wie viel Licht du wirklich brauchst. Weißabgleich, klar, immer ein Thema. Also jetzt im Moment ist in der Kamera, glaube ich, der automatische Weißabgleich oder habe ich auf Blitzlicht eingestellt, weiß ich jetzt gar nicht mehr. Ist die Frage, wie du eben den Bildlook haben möchtest, kannst du eben den Weißabgleich manuell in der Kamera verstellen. Oder natürlich durch verschiedenste Filter oder Folien, die man vor das Licht gibt, vor die Hauptlichtquelle oder vor die Lichtquelle allgemein. Das sind eben so Streulichtfilter, Orangefilter und so weiter und so fort. Dadurch kann man das Licht dann auch noch weiter beeinflussen. Naja, das ist mal ein kleiner Einblick in das Thema LED-Videoleuchten. Es wird mir sicher noch einiges dazu einfallen. Vielleicht schreibe ich im Blog-Eintrag noch einiges dazu. Soll mal ein kleiner Überblick sein. Wenn dir auch noch etwas dazu einfällt, bitte hinterlasse einen Kommentar, schreib auf Facebook, schreib mir eine E-Mail-Nachricht oder hinterlasse einen Kommentar im Blog oder im YouTube-Video unten einfach einen Kommentar dazu schreiben. Ich werde versuchen, alle Fragen zu beantworten. Sobald es etwas Neues gibt, melde ich wieder. In diesem Sinne, bleib kreativ. Bis zum nächsten Mal. Ciao!